grünes Licht. Ende des Tunnels. Der Start Nummer 4 auf der Außenbahn auf Gelb.
Und da sind sie versammelt und da muss ich sicherlich gar nicht viel sagen zum Reglement. 3 Punkte für den Sieger, 2 für den Zweiten, 1 für den Dritten. Die Punkte werden addiert, zusammengezählt und am Ende wird der punktbeste Sieger, sollte es Gleichstand auf den ersten Plätzen geben, dann erwartet uns noch ein Stechen auf den ersten Platz geben, dann erwartet uns noch ein Stechen, aber jetzt erstmal der Auftakt mit dem ersten Lauf zur Pfingst Challenge. Punkte fährt er ein am Ende. Platz 2, Start Nummer 2, Erik Bachhuber mit der 1, Mika Meyer 1 Punkt und Bastian Borke leider ausgefallen hier. Da bleibt es bei 0. Wir machen hier gleich weiter. Wenige Getränke, Getränkefach, Großhandel, Veranstaltungsservice und Getränkefachmarkt, wenn es um Getränke geht. Und gibt es hier oben gerade Wasser, braucht man natürlich immer. Und da geht es auch schon mal der Aufruf ins Oval hier, zweiter Lauf. Entsprechend rote Helmfarbe, Canon Rue Australien mit der Startnummer 5 dabei. Dann auf blau Ben Trigger, Großbritannien Startnummer 7. Auf weiß für Deutschland mit der 6 Mario Niedermeyer mit einer weiten Anreise. Schauen wir mal, was er hier in dem Feld macht. Auf gelb, da ist es die Startmarke Marius Nielsen, Dänemark. Sagst du weite Anreise meinst aus Bayern oder? Ja, für deutsche Welt, ich habe mit gesprochen. Genau, für deutsche Welt ist es weiter. Wir haben hier einige am Start, die durchaus noch viel, viel weiter unterwegs waren. Aber na klar, Deutschland, das kann man nachvollziehen. Jetzt aber die Konzentration auf diesen Lauf. Und da hatten wir im ersten Lauf einen Favoriten mit Du Kempner. Schauen wir mal, wer diesen Lauf für sich entscheiden wird. Auf jeden Fall wieder ein Brite mit dabei, mit Ben Trigger auf der zweiten Bahn mit dem blauen Helm, aber auch aus Australien mit Kenno roter Helm. Und dann Marius Nielsen, der für Dänemark mit dem gelben Helm von der Außenbahn erschrocken. Ja, und dann schauen wir natürlich, was kann Mario Niedermeyer in diesem Feld ausrichten. Thank you.
Ja, da geht es auch schon weiter. Also der Wiederholungslauf steht an, die drei verbliebenen praktisch, die dürfen hier wiederum ran. Mario Niedermeyer, Ben Trigger und Marius Nielsen. Schauen wir mal, was kann Mario Niedermeyer hier wiederholen. So sieht es aus. Das war ja ein Start nach Maß, aber auf der Gegengerade musste er sich der Angriffe erwehren und dann schauen wir mal, wie du sagtest, ob er daraus vielleicht eine Konsequenz gezogen hat für diesen Wiederholungslauf. Mit dem Sieg hier, Start Nummer 8 holt ihn Marius Nielsen. 3 Punkte für ihn. Dann Mario Niedermeyer mit der weißen Helmfarbe und der Start Nummer 6. 2 Punkte. Ben Trigger mit der 7. 1 Punkt. Und Kenan Roo, der Mann aus Australien, ja, in diesem Lauf ohne Wertung. Ja, wir schauen weiter. Der nächste Lauf steht an. Und das ist Lauf 3. Gerüstbau Mank, der Unterstützer hier für diesen Lauf, und das sieht man natürlich hier auch im Stadion, ist er immer aktiv dabei. Der Aufruf, rote Helmfarbe, Hugo Lundahl aus Schweden mit der Startnummer 10, dann auf Blau mit der Startnummer 11 für Deutschland, Norik Blödorn auf Weiß, hier der erste große Auftritt, Startnummer 9, Lukas Rath für den MC Güstrow, Deutschland hier am Band, und Fraser Bose, der Mann aus Australien, Startnummer 12 auf der Außenbahn mit Gelb. Und da ist es wunderschön zu hören, dass die jungen Aktiven hier auch richtig unterstützt werden, Anfeuerung bekommen, und das haben sie mehr als verdient. Und natürlich ist hier klar, dass die Augen gerichtet sind auf unsere deutschen Vertreter. Ja, drücken wir Ihnen die Daumen für diesen Lauf. Norik Blödorn mit dem blauen Helm gekennzeichnet. Auf Bahn 2, wie gesagt, er morgen mit der Startnummer 17 im Grand Prix in Teterow dabei. Und am Montag in Abensberg, am Sonntag dann in Landshut. Also das ist schon ein Wochenendprogramm, was vollgepackt ist für den gerade 18 Jahre alt gewordenen jungen Mann. Musste sich Norik
Konkurrenz, ja, wunderschön anzusehen, die Erfahrung, die er hat in seiner jungen Karriere umgesetzt. Und der Laufsieg, also alle Achtung, eingefahren. Genau, also die drei Punkte im Lauf 3, die gehen an die Startnummer 11, Norik Blödorn. Dann auf Platz 2 Frieser Boos mit der Startnummer 12, also 2 Punkte für ihn. Hugo Lundahl, Startnummer 10, einen Punkt. Ja, und Lukas Rath hat ihn hier absolviert, den ersten Lauf, 0 Punkte. Aber ich denke, das ist für ihn der erste große Auftritt. Und da sind wir alle mächtig stolz, dass er dabei ist. Ja, das geht hier gleich Schlag auf Schlag. Der Siebershofer Traktoren, langjähriger Sponsor hier im vierten Lauf. Und da ist es mit der roten Helmfarbe. Die Startnummer 15 für Deutschland, Celina Liebmann. Wir schauen, was kann sie hier tun. Dann auf Blau daneben Rasmus Petersen, die Startnummer 14. Auf Weiß Anthony Menzel aus Polen und James Pearson mit der 13 auf der Außenbahn mit Gelb. Ja, wir schauen hier, alle vier sind hier bereits am Band und bereiten sich entsprechend vor. Jetzt gilt es, Innenbahn für Celina Liebmann, und dann haben sie dort wie drüben zu sehen ihre internationale Konkurrenz am Band. Schon mal zelebriert hat. Ja, und schon wieder haben wir einen Wiederholungsstart, also Rerun Heat Number 4, und das mit 3 Teilnehmern, sehen Sie drüben eben auch gekennzeichnet. Die Positionen Blau, Weiß und Gelb für Rasmus Petersen, Anthony Menzel und James Pearson. Ja, da sind sie, die drei auf der Bahn. Und man schaut mal hier, der Kameramann vom NDR, der gibt hier alles. Der hat hier vollen Einsatz. Der schaut hier mal aus einer Perspektive. Schauen wir mal, ob das dann morgen auch so sichtbar ist, die Perspektive vom Start. Ja, die drei haben hier noch die Ruhe weg. Aber jetzt gilt es hier, jetzt gilt es, vierter Lauf, Wiederholungslauf. Und wir schauen mal auf die Bahn. Jetzt sucht sich...
Also das war auf jeden Fall knapp und noch eine Runde hätte wahrscheinlich die Führung nicht gereicht, aber vier Runden und dann ist Schluss. Ja genau, und das reicht natürlich aus. Der Sieg geht hier an die Startnummer 13, James Pearson. 3 Punkte für ihn, dann mit der 16, Anthony Menzel für Polen. 2 Punkte mit der 14, Rasmus Petersen, Dänemark. 1 Punkt, Selina Liebmann, leider ausgeschlossen worden. Ja, das waren sie, die ersten 4 Läufe. Ich will hier mal für die Statistiker natürlich auch gleich und James Pearson, der Auftaktsieger hier, der ist wiederum dabei auf der roten Position, dann auf blaue Mika Meyer, dann weiße Helmfarbe Kenan Roo und Lukas Rath. Unser Mann hier vom MC Güstrow mit der Startnummer 9 geht er hier und rollt hier ans Band. Ja, da warten wir noch auf den James Pearson, der ja die wenigste Präparationszeit hatte für diesen Lauf und sicherlich hat seine Erfahrung dazu geführt, dass noch einmal was umgestellt wurde, die Übersetzung wahrscheinlich geändert wurde. Schauen wir mal, was er dann vom roten Startplatz zelebrieren wird. Und Steffen sagte schon, unser Daumen drücken natürlich für Lukas Rath, der hier gegen diese internationale Konkurrenz heute in dieser Pfingst-Challenge antritt. Und wir begleiten ihn dabei. Thirty seconds remaining for James Pearson. 30 Sekunden verbleiben. Ja, schauen wir mal, da ist natürlich die Aufnahme. Da ist aber wie ein Blitz schoss der rote Helm um die Ecke und da wird die Zeit reichen, denn 30 Sekunden, da kann man ja locker 2 Runden hier im Stadion fahren. Ja, perfekt. Da ist er. Da schauen wir mal. Die letzten werden vielleicht auch die ersten sein. Das schöne Wortspiel. Aber wir schauen natürlich gespannt auf die 4 Starter. Gestürzt war über die Linie nahezu retten und eben laufen einfach. Ja, die Startnummer 5, das ist der Sieger im 5. Lauf. Kenan Roo, 3 Punkte für ihn dazu. Dann die Startnummer 13, James Pearson, 2 Punkte. Mika Meyer mit der 1, 1 Punkt. Und Lukas Rath, ja, der ist hier 4. geworden. Wir machen weiter, 6. Lauf, Druckluftdienst, Walz und Sohn, das Laufsponsor. Und wir blicken mal auf die Aufstellung. Rasmus Petersen, Dänemark mit der 14 dabei. Dann auf Blau Hugo Lundahl aus Schweden mit der Startnummer 10. Auf Weiß Erik Bachhuber, unser Mann für Deutschland mit der Startnummer 2. Und auf der Außenbahn die Startnummer 6, Mario Niedermeyer.
Nebeneinander stehen sie, die beiden Bayern, Erik Bachhuber, Mario Niedermeyer. Erik Bachhuber gemeinsam mit Norin Böldorn als die beiden Junioren für die MF, Trans-MF, Landshut Devils in der ersten polnischen Liga. Am Sonntag wieder am Start. Auch Mario Niedermeyer gehört zum Kader der Bayern. Was machen die beiden von den äußeren Startpositionen gegen die Skandinavier Rasmus Pedersen und Hugo Lundahl? Erik Bachhuber, das ist der Laufsieger, 3 Punkte für ihn dazu. Dann Rasmus Pedersen mit der Startnummer 14, 2 Punkte. 1 Punkt Mario Niedermeyer, Startnummer 6 und Hugo Lundahl aus Schweden, die 10 erst einmal mit 0 Punkten. Der 7. Lauf steht an, dort ist es wiederum Deluxe Wohnmobile, unser Unterstützer, unser Laufsponsor. Und wir blicken auf die Aufstellung. Da ist es die Startnummer 11, Norik Blödorn, Auftaktsieger, er auf der Helmfarbe Rot. Dann auf Blau daneben, das ist Selina Liebmann mit der Startnummer 15, weiße Helmfarbe, Bandträger Großbritannien, und auf Gelb, da ist es die Startnummer 3, Bastian Born. Beeindruckend, wie Norik Blödorn hier im ersten Lauf seinen Sieg herausgefahren hat. Jetzt steht er ganz innen, bereitet sich vor auf diesen Start. Und da haben sie auch die Punkte, die erfahren wurden von den Aktiven auf der Leinwand gegenüber, abgebildet. Ein bisschen Geduld ist gefragt und der Blick zur Konkurrenz, wer zieht als erster ans Band. Thank you.
beeindrucken diesen Sieg in seinem zweiten Auftritt. Ja, Spickwärts, was willst du mehr? Da ist der Laufsieg für die Startnummer 11, Norik Blödon. Dann am Ende Platz 2 für Startnummer 3, Bastian Borke. Einen Punkt erfährt sie hier. Selina Liebmann mit der Startnummer 15 und Ben Trigger mit der 7. 0 Punkte. Wir machen hier weiter. Das kann auch so weitergehen. Auf 8, da ist es der Tetroer Gartenmarkt, der Laufsponsor. Und wir blicken auf die Aufstellung. Drew Kemp, rote Helmfarbe, dann blau daneben. Marius Nielsen, der hat bereits 3 Punkte. Dann auf Weiß ist es Fraser Boos, 2 Punkte. Und auf der Außenbahn Antoni Menzel, der Mann mit der Startnummer 16 für Polen. Aber das sind alles Fahrer, die viele Punkte erfahren haben in ihrem ersten Lauf. Das können Sie drüben sehr schön abgebildet sehen. Und wenn man bei den beiden Zweitplatzierten, Fraser Boos und Antoni Menzel, sich erinnert, dann war das knapp mit ihren zweiten Plätzen. Also schauen wir, wer sich diesen Laufsieg zum Abschluss des zweiten Durchgangs holt und wer damit weiter mit dabei ist im Kampf um die Podestplätze und den Sieg in dieser Pfingst-Challenge. Ja, intensive Vorbereitungsarbeiten bei Drew Kemp. Ja, ist die Mitglied im Warndienst wahrscheinlich geworden, aber da haben wir halt doch fleißige Helfer. Ja, wir schauen das mal. Mit einer Akribie ist er dabei. Ja, da schaut hier schon mal Ausdauer. Ja. Aber jetzt sind sie bereit und ziehen vor für diesen Lauf Nummer 8. Startnummer 16, 3 Punkte. Dann starker Auftritt, Marius Nils, Startnummer 8 mit 2 Punkten dabei. Fraser Boos hat hier alles gegeben. Am Ende musste er Platz 3 einnehmen. Die Startnummer 12, einen Punkt. Ja, und bei Drew Kemp, da ist es überraschenderweise der vierte Platz geworden. 0 Punkte für die Startnummer 4. Ja, ich schaue mal auf die 6 Punkte mit 2 Siegen. Und den sehen wir jetzt auch gleich wieder. Norik Blödon, wie erfreulich. Und natürlich das Daumendrücken, die Unterstützung für ihn jetzt in seinem dritten Lauf. Genau, der dritte Lauf für Norik, das ist der 9. Lauf hier. Der dritte Durchgang, Exacta Service, Rostock als Laufsponsor. Und ich rufe auf mit der Helmfarbe Rot, Mario Niedermeier mit der Startnummer 6 dabei. Dann auf Blau, da ist es Antoni Menzel. Der hat natürlich eben auch gezeigt, was er kann. Und wir schauen mal auf Weiß, da ist es jetzt die Startnummer 1, Mika Meier. Und auf Gelb, Norik Blödon mit der 11. Das ist hier unser Mann mit Gelb auf der Außenbahn. So ist es und sicherlich kein schlechter Startplatz für ihn in diesem 9. Lauf, zu dem die Vorbereitungen laufen und da präpariert auch Norik nochmal sein.
Rille für diese Stadt. Ja, wie sieht's aus? Geht da noch etwas in Richtung Anfeuerung für Norik Blödorn? Dankeschön. Das ist hier der Mann mit der Startnummer 11. Norik Blödorn, 3 Punkte für ihn dazu. Dann die 16, Antoni Menzel, 2 Punkte. Mario Niedermeyer, Startnummer 6, 1 Punkt. Mika Meyer mit 0 Punkten. Ja, dann schauen wir drauf. 10 steht an Andreas Ritschel, der Laufsponsor. Und wir blicken auf die Aufstellung. Rote Helmfarbe, Fraser Booth, Australien mit der Startnummer 12. Auf Blau, Kennen Roo, ebenfalls Australien, die Startnummer 5. Auf Weiß, der Aufruf gilt hier, Selina Liebmann, die Dame hier mit der Startnummer 15 dabei. Und auf der Hausmann, Gelb mit der 2, Erik Bachhuber mit 5 Punkten, auch noch sehr, sehr gut im Rennen. Ja, das stimmt, und er startet auch von der Außenbahn und Sie sehen es hier drüben aufgeschrieben. Hat er eine ähnlich gute Reaktion wie Norik sie eben zeigen konnte. Kino auf der Bahn 2 hat ja nur einen Lauf beendet, diesen aber siegreich. Kann er gegenhalten? Wie sieht es mit seinem Landsmann, mit Fraser Booth aus? Beide kommen von Down Under aus Australien. Vorbereitungen des Mannes mit dem blauen Helm in dem Ruhm. Ja, er hat die Ruhe weg hier. Ne? So sieht es jedenfalls von hier oben aus. Ja. So, die anderen sind bereit. Das Licht, blau, da hat er sich so lange präpariert, uns hier
Ja, Reservefahrer, also hier der Aufruf, Reservefahrer Lukas Wegner, da schauen wir mal, Hektik jetzt, aber ich denke, auch er weiß, dass er hier auf Abruf bereitsteht und jetzt gilt es natürlich einmal auf Daumen drücken für dich hier. Ja, da hat er uns hier so lange auf die Folter gespannt mit seiner Vorbereitung und dann hat es gar nicht was genützt. Nee, genau, also ja, da war es zu viel des Guten, aber das ist halt auch Sport und wir schauen mal, wie schaut es dort aus. Ich sehe die Box, das kann man hier gut sehen. Da hast du recht, also Lukas Wegner bereitet sich vor und wird sicherlich seine Startchance wahrnehmen. Was ich noch weitergeben kann, ist eine Warning für Mika Meyer. Start Nummer 1, Mika Meyer hält eine Warning für seinen Start im letzten und vorhergehenden Lauf. Jetzt aber warten wir auf die Wiederholung. B1, Heat Number 10 im Lauf Nummer 10. Für eine Minute verbleibt, aber die wird ausreichen, denn da kommt er auch richtig gekennzeichnet mit der blauen Helmfarbe. Lukas Wegner heruntergerollt und dann der Aufruf. One minute remaining. Zu seinem ersten Einsatz als Reservist am heutigen Tag mit der Startnummer 17, Lukas Wegner. Naja, jetzt mal der Hinweis, das ist okay. Ja, da gab es das Missverständnis, aber alles okay. Natürlich ist es der Reservefahrer für diesen Lauf. Ja, schon wieder Startplatz blau mit der größten Geduld hier als Probe. Aufsieg, 3 Punkte für ihn. Dann Erik Bachhuber aus der Bachhuber-Dynastie, wenn man so nennen will. Auch schon holt hier einen wichtigen zweiten Platz, 2 Punkte also für ihn. Dann Selina Liebmann, Startnummer 15, 1 Punkt. Und bei der Startnummer 17, Lukas Wegner, 0 Punkte als Reservist. Der 11. Lauf steht an und da ist es das Unternehmen Classic Car Wash, die uns hier unterstützen. Langjährige Unterstützer und wir blicken auf den 11. Lauf mit der Startnummer 8, Marius Nielsen, Dänemark. Dann auf Blau daneben, das ist die Startnummer 9, der Lukas Rath vom MC Gusto. Auf Weiß ist es dann Bastian Borke, der mit der 3 ans Band rollt und auf der Außenbahn gelbe Farbe trägt die 14, Rasmus Petersen.
Ja, das ist natürlich sehr erfreulich für Lukas Rath mit 9 Punkten hier ins Feld zu hinein. Es ist natürlich absolut erfreulich, wie er sich hier präsentiert. Und wir schauen auf die Fahrer, die ihm links und rechts zur Seite stehen. Marius Nielsen hat ja einen Sieg, einen zweiten Platz bisher einfahren können, startet jetzt von innen. Und dann haben wir ganz außen einen Dänen mit 3 Punkten und auf der dritten Bahn von innen einen Dänen mit 2 Punkten. Also eine starke dänische Phalanx, die sich Lukas Rath in diesem Lauf nicht ausgesucht hat, sondern so nehmen muss, wie es kommt. Ja, da waren es vielleicht der Wunsch, die 9 Punkte. Aber irgendwann steht er da oben auch mit 9 Punkten und vielleicht viel, viel mehr. Ja, wir blicken auf die Bahn, also jetzt da oben mal für diese 4. Bastian Borke, Startnummer 3 mit 2 Punkten dabei, Startnummer 14 Rasmus Petersen einen Punkt und Startnummer 9 Lukas Rath, der bleibt erst einmal bei 0. Wir schauen 12 dann auf, da steht es an und da ist es der Bikershop aus Güstrow, der Sponsor im 12. Lauf. Wir schauen auf die Aufstellung mit der 13 James Person Australien auf Rot. Dann auf Blau Drew Camp mit der Startnummer 4. Großbritannien, weiße Helmfarbe, das ist Hugo Lundahl aus Schweden mit der Startnummer 10. Und auf der Außenbahn, da ist es die 7, Bren Trigger aus Großbritannien. James Person hat 5 Zähler aus den ersten beiden Läufen. Mit einem Sieg würde er weiter mit vorne dabei sein. Zwei Briten, die gerade nicht das 70. Thronjubiläum der Queen feiern, sondern hier in Güstrow das Pfingstwochenende verbringen. Auf den Bahnen Blau und Gelb. Schwede, Hugo Lundahl, sehen's mit den Punkten. Lukem hat den Auftakt gewonnen. Dann muss der einmal hinterherfahren. Was passiert jetzt? Thank you.
letzten Jahr. Abschlusslauf des dritten Durchgangs, Lauf Nummer 12, und wir haben dann auch das Resultat, werden Ihnen gleich auch die Zeit weiter. Da schauen wir mal, der 13. Lauf. Da ist er mit der Startnummer 7, rote Helmfarbe, Ben Trigger. Bisher ist er erstmal mit einem Punkt dabei. Dann der Blick auf die Helmfarbe blau, Fraser Bose mit der Startnummer 12, Australien auf weiß. Wird es jetzt sein Rasmus Petersen mit der 14 und die gelbe Helmfarbe trägt Mika Meyer aus den Niederlanden. Ja, da ist er bereits soweit vorbereitet. Alle vier sind hier am Band. Schauen wir mal, wie es jetzt hier vonstatten geht. Ja, und wir schauen natürlich auch auf die Punkte. Und wenn Sie drüben einmal schauen, Fraser Bose mit 6 Zählern, der Punktbeste in diesem Viererfeld und vielleicht noch geringe Chancen mit in den beiden folgenden Läufen den Sprung aufs Podest zu schaffen. Aber dafür müssten natürlich Laufsiege her, um genug Zähler zu sammeln. So, schauen wir auf Mika Meyer. Er ist ja mit einer Warning belastet. Sollte da noch einmal Bewegung am Start sein, wäre das eine Konsequenz. Der Startnummer 12, Fraser Bose, holt in den Laufsieg die 3 Punkte. Dann Startnummer 1, Mika Meyer mit 2 Punkten dabei. Mit der 14, Rasmus Petersen einen Punkt. Und Ben Trigger, der einmal 0 in diesem Lauf. Ja, wir blicken auf den 14. Lauf. Da ist es wiederum Deluxe Wohnmobile, unser Laufsponsor. Da auch der Dank an dieses Unternehmen. Rote Helmfarbe, da ist der Aufruf für die Startnummer 2, Erik Bachhuber. Für Deutschland. Dann mit Blau James Pearson, der Mann mit der 13 Australien, ist hier mit dabei. Dann weiße Helmfarbe, da ist es Marius Nielsen mit der Startnummer 8. Und wir blicken auf die Außenbahn, auf die Außenbahn. Und da ist es die Startnummer 11 mit der gelben Helmfarbe, Norik Blödon. Ja, das sind alles Fahrer, die viele Punkte gesammelt haben. 7 Punkte Erik Bachhuber, 7 Punkte James Pearson auf der zweiten Bahn, 8 Zähler für Marius Nielsen und Maximum bisher jetzt der gelbe Startplatz wieder für
Nuri Klüder 9 Punkte. Und da ist es natürlich so. Und das ist zu hören, dass es da Unterstützung gibt. Und wir freuen uns natürlich, dass er auf diese Bahn sein können, so ausbreiten kann. Und drücken die Daumen, dass es wieder in diesem Lauf passieren wird. Ja, ich denke, jetzt gilt es hier, liebe Fans, noch einmal, treibt die nach vorne, Nuri Klüder, und wir schauen jetzt gespannt auf den Start. Dann mit der 8 Marius Nielsen 2 Punkte und die Startnummer 1 Erik, Startnummer 2 Erik Bachhuber mit einem Punkt dabei. James Nielsen mit der 13, 11 einmal 0. Ja, so kann es hier weitergehen, liebe Fans, und das geht auch FS Franke Seemann Computer. Da gibt es dann die entsprechende Unterstützung, wenn die Technik mal versagt. Wir blicken auf die Aufstellung mit der 16 an Blau, da ist es Bastian Burke, Startnummer 3 für Dänemark, weiße Helmfarbe. Hugo Lunter mit der 10, abgemeldet hat sich die Startnummer 5, Kenan Aru, der wird hier nicht mehr ans Band rollen, aber es ist dabei die Startnummer 17, Lukas Wegner, er wird hier die beiden verbleibenden Läufe absolvieren. Ja, da schauen wir mal, was kann hier entsprechend Lukas Wegner bewegen. Da müssen wir natürlich ein wenig schnell die Leinwand nacharbeiten, aber so ist es hier, so ist das Leben, so ist es live hier, und das ist natürlich alles kein Problem. Ja, wir blicken aufs Rennen. Da hast du recht, Steffen, dass diese Information hätten wir weitergeben können. Also Kino Ruh hat sich abgemeldet von den weiteren Läufen, und deshalb wird Lukas Wegner seinen Platz einnehmen, aber wichtiger in Bezug auf die Gesamtwertung sicherlich Antoni Menzel auf dem inneren Startplatz mit 7 Punkten. Dann haben wir daneben Bastian Borke, der 4 Zähler gesammelt hat, und auf dem dritten Startplatz in Schweden Hugo Lundahl. Es ist weit weg, aber es ist
vorzutragen. Tatsächlich kann Bastian Borke jetzt hier diesen Lauf gewinnen. Und da bleibt es beim zweiten Platz für den jungen Polen. Genau, er hat schon gezeigt, dass er hier mehr will. Jetzt hat es geklappt. Die Startnummer 3, Bastian Borke, 3 Punkte für ihn im 15. Lauf. Dann die Startnummer 16, Anthony Menzel mit 2 Punkten, 1 Punkt. Er fährt die Startnummer 10, Hugo Lundahl und Lukas Wegner in diesem Lauf. 0 Punkte. Der 16. Lauf steht an auf RB Glas- und Gebäudereinigung. Der Meisterbetrieb, wenn es um diese Sachen geht, ist unser Laufsponsor. 16. Lauf, da rufe ich auch mit der Helmfarbe rot. Dann ist es unsere Startnummer 9, Lukas Hart von MC Güstrow. Dann mit dabei auf Blau, Mario Niedermeyer mit der Startnummer 6. Auf Gelb die Startnummer 15, Selina Liebmann. Und es müsste jetzt noch einmal die Startnummer 4 sein. Drew Kemp. Ja, und da hat sie sich offensichtlich auch wieder viele Sympathien erarbeitet. Selina Liebmann, die immer kämpferisch dabei ist und mit sehr viel Akribie diesen Sport betreibt, den sie so sehr liebt. Und jetzt natürlich nochmal vom äußeren Startplatz hier gute Chancen hat, in diesen Lauf zu starten. Dass es außen herum geht. Selina Liebmann, Laufsieg, 3 Punkte in diesem Lauf. Ja, da muss man einfach erstmal Luft holen. Mario, da ist Mario Niedermeyer mit der 6 auf Platz 2, 1 Punkt. Brookcamp natürlich 2 Punkte. Dann ist es Mario Niedermeyer mit 1 Punkt. Ja, das war einfach zu viel Spannung hier. Lukas Rad am Ende 0 Punkte und ich nenne hier einfach mal gleich im Anschluss die Zeit 59,6 im 3. Alles gleich und wenn Sie einmal schauen, dann spitzt sich die Situation natürlich Richtung Lauf 20 zu. Genau, so ist es. Und der 17. Lauf steht an Bolero Musik und Veranstaltungsservice. Das ist er, der Laufsponsor. Jetzt der Aufruf für Rotellenfarbe Mika Meyer. Dann mit dabei auf Blau Marius Nielsen mit der Startnummer 8. Der hat bereits 10 Punkte auf Weiß. Da ist es jetzt Selina Liebmann mit dabei und dann auf einmal Hugo Lundahl.
Ja, klar ist die Ausgangssituation. Marius Nielsen muss gewinnen, damit er überhaupt noch eine Chance hat gegen den bisher mit Maximum führenden Norik Blödorn. Ein zweiter Platz würde ihn nur punktgleich setzen. Das könnte, das wird wahrscheinlich zu wenig sein. Aber warten wir es ab und natürlich, die Sympathien sind sicherlich bei der Fahrerin mit dem weißen Helm bei Selina Liebmann. Und da drücken wir natürlich die Daumen, dass sie nochmal so einen raushauen kann hier auf dem Güstrow-Oval, dass sie noch einmal sich so schön freuen kann nach diesem Lauf. Also, das ist doch verständlich. Und jetzt warten wir auf den Start zum Lauf Nummer 17. Mit der Startnummer 9 Lukas Rath. Dann daneben die 2 Erik Bachhuber. Auf Weiß ist es Ben Trigger mit der 7. Und auf der Außenbahn noch einmal mit der 16 Anthony Menzel für Polen. Ja, vielleicht hat dieser Ausrutscher, dieser Stoß uns die Ehrenrunde, die Runde für Selina Liebmann genommen. Vielleicht hätte sie sie nochmal gedreht, um sich zu bedanken. Das ist ja sicherlich ein tolles Erlebnis, hier so gefeiert zu werden. Aber nutzt sie durchaus die Chance, nachher nochmal bei ihr vorbeizuschauen. Ich denke, sie wird sich freuen. Jetzt aber erstmal die Konzentration auf diesen Lauf. Da sieht es folgendermaßen aus. Mit den 19ern kann Anthony Menzel bei einem Laufsieg auch auf das Podest springen. Würde dann mit dabei sein bei der Siegerehrung. Erik Bachhuber, 8 Punkte. Gelingt es ihm, vor Anthony Menzel ins Ziel zu kommen, dann wären sie punktgleich in der Addition. Also eine gute Chance für Erik Bachhuber, der sich bestens aufgelegt hier am heutigen Abend zeigt. Und unser Daumen drücken natürlich auch für Lukas Rath, der von der inneren Startposition in seinen letzten Lauf am heutigen Abend geht. Der Abstand zum Band immer größer, mit dem sich die Aktiven hier vor dem Start aufstellen. Aber jetzt wollen sie ran, jetzt soll es losgehen. Gefolgt von
Sieg geht an Antoni Menzel und damit auch er auf dem Podest des heutigen Tages. Ja, da holt er die drei Punkte, die Startnummer 16, Antoni Menzel. Dann auf Platz 2 mit der Startnummer 2 Erik Bachhuber. Am Ende sind es 10 und da lassen sie sich nochmal feiern hier. Da müssen wir schauen, dass das Band auch hoch geht hier. Auf alle Fälle die Startnummer 16 und 7. Ja, ein Punkt erfährt hier Ben Trigger mit der Startnummer 7 und Lukas Rath mit technischem Defekt hier ohne Wertung. 19. Lauf, da ist es Mario. Ich muss mich einmal korrigieren. Also ganz sicher ist es natürlich noch nicht mit Antoni Menzel, denn das sehen Sie ja, das Fraser Bowes auch 19. Ja, genau, da warst du vielleicht ein wenig schon zuvor, aber was soll's. Wir schauen mal. Das geht hier Schlag auf Schlag. Marios Motorradshop, 19. Lauf, der Hauptsponsor. Da rote Helmfarbe, dann auch blau, Fraser Bowes, und da müssen wir mal schauen, der ist mit 9 Punkten gut unterwegs. Weiße Helmfarbe ist für James Pearson mit der Startnummer 13 reserviert und Mario Niedermeyer, der zeigt hier noch einmal mit der Startnummer 6 sein können auf der Außenbahn. Die gelbe Helmfarbe wird er dementsprechend tragen. Ja, liebe Fans, jetzt gilt es hier, schauen wir 19. Lauf. Ja, und tatsächlich, natürlich hat Fraser Bowes mit den 9 Punkten, die er sich erfahren hat, auch die Chance auf 12 zu erhöhen, wenn er gewinnt. Und dann haben sie vielleicht im Programmheft schnell geschaut, dass er mehr Siege erfahren hätte als Antoni Menzel. Und das ist ja das ausschlaggebende Kriterium bei der Berechnung der Platzierung. Also lassen wir das Zahlenspiel erstmal weg und die Wahrheit liegt auf der Bahn. Schauen wir, was in diesem Lauf passieren wird. Gilt es hier, das ist der 20. Lauf, der wird unterstützt von Sternberg Baumaschinen. Das ist der Mann, der die große Technik hier im Stadion zur Verfügung stellt. Dafür Dankeschön und wir blicken auf die Aufstellung. Lukas Wegner mit der roten Helmfarbe. Dann auf Blau Rasmus Pedersen. Dann mit der weißen Helmfarbe Startnummer 11 Norik Blödon für Deutschland. Und auf der Außenbahn mit der Startnummer 4, Drew Camp. Ja, wir schauen mal, was kann Norik Blödon? Genau, was kann er? Vom weißen Startplatz geht er in diesen Lauf.
Und noch einmal zur Orientierung, er hat bisher alle seine Läufe gewonnen. Reicht es ihm? Mit 2 Punkten würde er an der Spitze auf dem Podest ganz oben stehen. Reicht das? Oder möchte er das Maximum herausholen? Sollte es nur 1 Punkt werden, würden wir ein zusätzliches Stechen erhalten. Aber alles Zahlenspielerei. Wir freuen uns auf den Lauf Nummer 20. Und wenn Sie noch können, dann zeigen Sie die Unterstützung, die Anfeuerung für Moritz Müller. Damit Maximum für Norik Blödon. Dann das Ergebnis noch vervollständigt mit der Startnummer 4, Dolkern 2 Punkte. Dann am Ende 1 Punkt für Rasmus Petersen und Lukas Wegner mit 0. Ja, wir schauen einfach mal schnell auf die Zeiten. Natürlich der Lauf.